So, dann können wir jetzt hier die Grind. Das war ein Fehler. Das zu verbinden. Also hier drauf kommen die Flakes. Hier unten kommen die Erze. Du da. Noch ein weiter unten kommen die Erze. So. So. Da, da. Keine Eisenplatten. So. Ärmchen können hier alle weg. Das ganze Kuddelmuddel kann hier alles weg. Und jetzt werden die Dinger so aufgestellt, dass hier alles abgedeckt ist. Fast alles abgedeckt ist. So. Gott. Du kannst daran. Du kannst daran. So. Und dann können wir auch gucken, ob wir den letzten Grinder auch noch brauchen, weil das sieht irgendwie nicht danach aus. Ich kann allerdings Speedmodul reinhauen. Wobei. Eigentlich müssen Produktivitätsmodule rein, ich weiß, aber die sind so doof. Die machen alles langsam und mehr Strom und. Nee. So, und dich jetzt hier anschließen. Und dann kommen jetzt die Flakes. Werden hier eingesackt, werden eingeschmolzen. Wir bräuchten hier nochmal Licht. So. Platten werden rausgelegt. Platten kommen hier rauf und. Ah, Fehler. Hier drauf. Und eventuell wird davon jetzt einiges noch rot gemacht. Das muss ich dann gucken, wo es zu Engpässen kommt. So, das wäre erstmal der vorläufige Umbau. Nicht schön, aber ja. Hoffentlich etwas besser. Sieht nicht wirklich besser aus. Also Erz staut sich hier schon mal nicht. Bauen nochmal davon zwei. So. Das hier sollte rote. Oh ne, hier fehlt nur die Ärmchen. So. Der alten Zeiten wegen und so. Gut, das rauslegen. Klappt mit dem roten Ärmchen auch oder staut sich das irgendwo? Hier wird es vorher weggemüffelt. Passt alles. Gut. Hier könnte es sich stauen. Ja, komm, machen wir das hier mal rot. Hier brauchen wir gar keine Fließbänder. So, Abtransport da ist gut. Hier gibt es auch keine Probleme. Schön. Was sagen die Ressourcen? Eisen ist auf 8300 hoch, das ist sehr gut. Da ist bei 1200, also wahrscheinlich am Cap. Machen wir Forschung. Das braucht alles das gute Zeug. Tanks. Tanks sollten, glaube ich, auch buggy sein und kosten viel zu viel. Ich gehe mal weiter in die Richtung, wollte ich sagen, aber das klappt auch nicht. Machen wir hier die bessere Muni, damit wir die Roboter machen können. Damit ihr was zu tun habt. Also der Lua-Fehler kam schon mal nicht weiter. Ja, nicht wieder. Das ist positiv. Das heißt, es hat irgendwas damit zu tun, dass ich versucht habe, die Türme zu setzen. Das heißt, ich kann das jetzt nochmal machen. Ich werde also jetzt nochmal Munition holen. Und dann irgendeine Basis angreifen. Dazu brauche ich aber auch vorher noch Mauern. Das heißt, ich... Und essen und trinken und überhaupt. Volles Programm.
Geh genau da. Muni holen. Nicht besonders viel, aber es könnte reichen. Setz mal hier irgendwo. Bauen wir die Kiste. So. Brauche ich nicht. Du kannst frei. Brauche ich nicht. Das kann auch kurzfristig raus. So. Mehr Muni. Gut. Jetzt zu den Mauern. Sind da welche vorrätig? Nein. Weil kein Stein da ist, weil ich mir wieder keinen Stein von oben abgeholt habe. Okay. Das Töten der Basis ist abermals aufgehoben. Ich werde jetzt die 200 Fließbänder, die ich hier habe, nutzen, um das nach unten zu erweitern. Und es dann von Robotern einsammeln lassen. Weil ich vergesse das zu häufig mit dem Stein und irgendwann wird die Basis einfach gnadenlos überrannt werden, weil ich es vergesse. Das heißt, ich mache das mal folgendermaßen. So. Paar Bäume im Weg, das ist okay. Gehen ja Gott sei Dank relativ schnell weg. Trotz der nicht Arkanit-Axt oder was auch immer das bei Dytek alles war. Ich glaube, Ardite war es. So, unterirdisch. Bitte sehr, dankeschön. Oh, reicht nicht. Okay, da. Besser. Raus. Und rote Kisten. Zack, 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 zack. Und die sammelt alle neue Steinchen ein. Ist jetzt nicht so weit weg. Sollte okay sein. Wobei ich hier keinen Schmelzofen habe, der aus Rohstein Stein Ziegel macht. Richtig? Richtig. Okay, das ändere ich dann nochmal ganz kurz. Ich mache hier einfach... Wow, nochmal zwei Schmelzöfen. So. Mach das hier einfach so. Zack, zack. Zack, zack. Du forderst an... Stein, Shift rechts, Shift links. Was wurde zerstört? Das war eine Bombe, richtig? Ich glaube schon. So, und dich beschränken wir auf zwei Stacks. Dich beschränken wir auf zwei Stacks und dann sollte das auch laufen. Gut, Roboter sind nicht alle ausgelastet. Das ist ebenfalls ein sehr gutes Zeichen. Dum, 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 dum. Und da fließt jetzt durchgehend Stein rein. Ist jetzt eine Sicherheitslücke, weil ich habe keine Untergrundbales benutzt, sondern habe das direkt rauslaufen lassen. Aber das Risiko gehe ich ein. Kupfer. Na, ist auch noch eine Lücke. Überall Lücken. Und lila Kisten. Das Erz staut sich da auf. Wie viel haben wir inzwischen im System? 5800 Kupfererz schon. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und sobald es dann unten komplett leer ist, leite ich es einfach von hier alles nach da unten hin. Oder, wenn wir bis dahin genug Roboter haben, lasse ich alles von Robotern fliegen. Aber Ärzte mit Robotern fliegen lassen ist echt, ne? Das hatten wir schon ein, zwei Mal gemacht, aber das war mit Dytek. Mit superschnellen Flitzebots und allem. Das wäre hier ein bisschen anders. So, du kannst hier schon mal anfangen, das so rumzubauen. Ich weiß nicht, ob die wirklich eine Alternative sind zum Basenknacken. Aber sie würden helfen, die Selbstmordviecher zu killen. Das klappt mit dem Flammerfeuer nicht so ordentlich. Mal Follower-Count. Ja, werde ich auf jeden Fall im Auge behalten, die Viecher. Dass wir davon eine Handvoll mitnehmen, wenn wir eine Basis angreifen. Hier ist auch kein Licht, ne? Nochmal so, zack. Es geht doch schneller weg als gedacht, das Eisen. So. Also, Kupfer umgebaut, Eisen ist noch okay für eine ganze Weile. Kupfer-Außenposten anders gebaut als gedacht, nämlich ohne Züge. Stein-Außenposten angeschlossen. Ich denke, ich riskiere jetzt das Chaos mit den Illyrium. So
Mal, dass jetzt so gerade Nacht ist. Das heißt, wenn ich ankomme, wird es eventuell langsam Tag. Das wäre schon mal schick. Also ich riskiere jetzt einen weiteren Lua-Fehler, aber das ist dann halt so. Hier kann ich nochmal blub Ärmchen setzen. So, und vielleicht noch ein paar Tore. Genau. So, da. Und da, auch wenn man das noch nicht sehen kann. Oh Mist, ich habe nur 5 Mauern mit. Ja, okay. Dann muss ich hier einen kleinen Zwischenstopp machen und Altlasten aufknabbern. Gut, mehr Robot-Account. Und es wird wirklich Tag, sehr schön. Ausnahmsweise mal einigermaßen getimt. So, wo war jetzt das grüne Pixel-Ding? Das da, ne? Bisschen weiter südwestlich und jetzt gerade runter. So, und ich sammle jetzt jedes Ei auf, das ich... Oh. Das kann ich auf der Karte. Achso, weil da noch ein Ding drauf ist. Ha, setz mal... Ja, du brauchst Strom. Ich hoffe, ich habe die Sachen noch dabei. Nein. Natürlich habe ich die Sache aussortiert. Kann ich ganz schnell 2 Solar Panel bauen? Ich denke nicht, dass das reichen wird. Warum sind die da überschüssig? Mach mal so. Okay, Solar. Oh Gott, ist das klein. Solar Panel. So. Ja, minimalst Strom. Mehr Solarpanel. Haben wir inzwischen ein abgebaut? Okay, nehmen wir nur ein, so. Immer noch nicht. Es geht. Also wenn ich einen Schwung Solarpanels von oben mitgenommen hätte, dann ginge das. Hätte ich hier freilassen? Nee, das bringt nichts. Okay. Achso, kann ich nicht, weil das Vieh hier im Weg ist. Das heißt, das ist echt nur so eine Sache, wenn ich daneben stehe. Komm schon, gib mir wenigstens ein Illyrium-Ding da jetzt raus. Du läufst jetzt schon seit einer ganzen Weile mit 20%. Ach, egal. So, komm mit. Ich muss nach oben. Ich brauche Solarpanels oder einen Stromanschluss. Und ich habe doch gerade erst... Menno! Okay, es kann mir vorkommen, dass es gerade erst war. Wenn man Factorio spielt, verliert man ja doch irgendwann mal zwischendurch so ein bisschen das Zeitgefühl. So. Ja, alles schön rot. Ist okay, ich habe es verstanden. Muss nicht gleich in Drama-Queen-Modus schalten. Okay, bei mir muss man das, sonst merke ich es ja anscheinend nicht. Ah, gut. So, du, da. So, Essen, Trinken, Solarpanels, Luft. Mauern habe ich jetzt ja eingesagt. Oh, Kohle wird da leer. Interessant. Zup, 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 zup. Genau, stopfe mich voll mit Sachen, die ich gar nicht mehr brauche. Weg damit. So, Solarpanels. Und Akkus. Wobei jetzt 50 ein bisschen viel ist, aber na gut. So. Dann werde ich jetzt aber nicht sofort runterlaufen, weil es wird gleich wieder Nacht. Ich mache jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Und in der nächsten Folge dümpel ich hier noch ein bisschen an der Basis rum. Und wenn es dunkel wird, oder nachdem es dunkel geworden ist... Mache ich mich dann langsam auf nach unten, um das Illyrium abzubauen. Wenn das mit den 50 Solarpanels nicht ordentlich klappt, was es eigentlich müsste, baue ich einfach auch mit den Big Poles, also mit denen da, in Verbindung runter. Aber ich denke schon, dass es hinhaut. Also wir hatten eben gerade 3 Solarpanels und es hat irgendwie 20-30% ausgemacht. Also hätten wir 4-mal so viel, 3-4-mal so viel, könnten wir ein Illyrium Miner
versorgen. Es wird eine etwas größere Anlage, ja, das stimmt. Und ich hätte eigentlich auch noch ganz gern mehr davon, aber die kosten halt jeweils Artefakte, das ist doof. Ja, muss ich mir überlegen, ob ich da jetzt gierig bin oder nicht. Aber das mache ich nächste Folge. Bis dann.